Wie du auf Clefire Games unendlich Erze durch Koppelspawner farmen bekommen kannst, das zeige ich dir mit diesen 5 besten Farmen auf Clefire Games mit Erzen in den Koppelspawnern in diesem Video. Ja, wir starten direkt ein und die erste Farm finden wir auf City Build 21. Da gehen wir mit Slay Switch hin, wie es hier unten nicht steht, das sage ich immer wieder. Da gehen wir hin, City Build 21 und da finden wir die erste Farm bei Slay PH Inc. Unterstrich kommen und ja, also das, wie es unten steht, einfach eingeben auf CDB 21, da gehen wir hin und da laufen wir einmal hier vor. Also ich bin jetzt natürlich ein bisschen schneller, ich habe Yeezys und das Schnelligkeitsperk. Oh, und hier finden wir auch, hier finden wir auch sogar Koppelspawner, die habe ich noch gar nicht gesehen bis jetzt. Auf jeden Fall finden wir hier am Anfang die Koppelspawner, hier sehen wir die, da sind Lapiserze drin. Und dann laufen wir einmal nach vorne und dann einmal nach links so ein bisschen und dann finden wir den Teleporter. Wenn wir dann richtig auf den Teleporter klicken, dann gehen wir hier zu den Erzespawnern. Das ist einmal dieser Koppelkopf und da gehen wir hin. Hier habe ich tatsächlich früher immer welche, also was heißt früher davor, letztens welche gefunden. Es kann sein, dass manche Erze einfach nicht da sind. Ich glaube, es kann sein, dass hier Golderz oder Smaragderz drin ist, aber ich glaube, die hat entweder jemand geleert oder das wurde geändert. Aber ich glaube, das hat eher jemand nur die Erze geleert, was schon extrem unverschämt ist. Wie gesagt, also sorry, aber wenn ihr Koppelspawner abgeht, dann leert bitte alles aus, sage ich immer wieder. Weil das ist extrem blöd, dann regeneriert sich das Zeug nicht nach. Und dann habt ihr am Ende gar nichts davon. Also leert immer bitte alles aus. Ich habe selber eine Farm und weiß, wie blöd das ist. Deswegen leert ihr immer alles aus. Was aber jetzt noch bei der Farm ist, ist eine zweite Farm. Und zwar der zweite Erze-Spawner-Kopf. Also der zweite Koppelkopf mit Erze-Spawner 2. Da gehen wir hin und da sind auf jeden Fall die Erze. Links und rechts hier sind die Spawner. Die leere ich auch immer ab und zu aus. Aktuell bin ich jetzt nicht mehr so ein Koppelspawner ausleeren. Aber habe ich auch immer so gemacht. Ich glaube, ich setze mich da mal wieder ran. Auf jeden Fall sehen wir hier die Erze. Es sind, glaube ich, hier Lapiserze nur. Also hier sind nur Lapiserze. Und ich glaube, da drüben auch. Aber für die täglichen Aufgaben, fürs Verkaufen oder für die wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben beim Adventurer lohnt sich das auf jeden Fall. Nehmt die Erze immer mit und nehmt, wie gesagt, alles mit. Komprimiert den Cobblestone und brennt den dann. Dann könnt ihr den zu Obst traden. Das lohnt sich halt auch. Auf jeden Fall gehen wir zur nächsten Farm. Die finden wir auch auf CDBit 21. Und die finden wir bei /ph Hilfe CB 21. Alles zusammengeschrieben. Da gehen wir hin. Und hier drehen wir uns einmal nach rechts. Und dann sehen wir hier die Spawner. Hier sehen wir auch immer die Köpfe darüber. Also was für Spawner, was für Erze das darüber sind. In den Spawner sind. Hier zum Beispiel Lapis. Hier haben wir Diamant. Hier haben wir Smaragd. Ja gut, es kann sein, dass ihr das noch ein bisschen auslernen müsst oder dass hier wirklich nur der Smaragderz rausgenommen wurde. Auf jeden Fall haben wir hier noch Redstone-Erz ich glaube, hier haben wir noch Golderz. Genau. So, das sind die Erze. Wir gehen zu der nächsten Farm. Die finden wir auf City Build 6 und da gehen wir zu, wenn das Ganze hier lädt, zu /ph Spawner CB6. Alles zusammengeschrieben und hier finden wir die Spawner beim Teleporter. Einmal wieder mit einem Rechtsklick drauf und dann finden wir die Cobblespawner Teil 1 passiv und Teil 2 passiv. Teil 1 passiv sehen wir die Golderze, die Eisenerze, die Diamanterze und die Smaragderze. Und da ist auch immer was drin. Also die habe ich, ja, hier sollte nicht was, hier ist was drin zum Beispiel. Wie gesagt, das regeneriert sich nach, wenn genug Platz da ist in den Spawnern. Deswegen leert, wie gesagt, immer alles aus. Und beim Koppelspawner Teil 2 finden wir die Kohleerze, die Lapiserze, die Redstone-Erze und nochmal die Eisenerze. Wie gesagt, wenn ihr diese Farm abgeht, dann leert alles komplett aus. Ihr habt die Erze für Orbs, den Koppel oder beziehungsweise den Stein dann für Orbs und halt auch die Erze für die Adventure-Aufgaben, was sich halt auch extrem lohnt. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich nehme die Erze immer mit natürlich und gebe die nicht zu Orbs ab. Und zwar habe ich die in Kisten gelagert und behalte die, wenn ich irgendwas für eine Adventure-Aufgaben brauche, zum Beispiel, keine Ahnung, 2 Stacks Kohleerz oder sowas, was man in einem Monat dann abbauen muss oder in einer Woche, dann habe ich das schon auf Vorrat und kann das einfach hinbauen und wieder abbauen und dann habe ich die Aufgabe schon gemacht. Übrigens, hier finden wir auch andere Spawner. Hier finden wir Hexenspawner, Creeperspawner, Lohnspawner, Hühnchenspawner, Magma, Schwein und Skelett und da drüben auch nochmal welche, aber ihr könnt alle Spawner-Videos, alle Community-Farm-Videos in der Playlist hier oben rechts angucken. Guckt einfach vorbei und dann könnt ihr alle Videos von mir angucken, wenn ihr noch nicht genug von mir habt.
Hier sollten eigentlich Villager sein, aber Villager habe ich auch in dem Video hier rechts oben schon mal gezeigt. Farm Nummer 4 finden wir auf City Build 12, müssen wir immer wieder rübergehen. Und da gehen wir zu /phdcc-farm. Ja, die Farm ist ein bisschen anstrengender zum Auslernen, wenn ihr jetzt keine riesige EC habt wie ich. Und zwar nur, und hier halt nur 3 Reihen habt anstatt 6, ihr noch keine EC-Upgrades habt, dann ist es ein bisschen aufwendiger. Geht einfach mal hier runter und dann geht ihr nach links und dann einfach weiter, bis ihr einen Gang rechts findet, und zwar der hier, und dann habt ihr hier die Spawner. Was ich auch vor dem Video gesehen habe, ist hier die Spawner auf dem Boden, die sind jetzt neu dazugekommen. Und hier sehen wir überall die Erze, hier zum Beispiel Diamant, hier sehen wir die Smaragderze und so weiter. Also in diesen kleinen Miniräumen findet ihr jeweils 2 Spawner und da könnt ihr die Erze auch ausleeren. Was ich meine mit anstrengend, was anstrengend ist zu lernen, ihr könnt euch keine Homes hier setzen. Das heißt, ihr müsst jedes Mal diesen Gang hier laufen, und vor allem wenn ihr keine Yeezys habt, wobei das eher das weniger Problem ist, wenn ihr keinen Schnelligkeitsperk dazu habt, dann dauert das alles ein bisschen. Das heißt, hier sind glaube ich auch Mülleimer, falls ihr was nicht braucht, aber auf jeden Fall könnt ihr euch keine Homes setzen, ihr müsst jedes Mal diesen Weg hier lang laufen. Das heißt, ist ein bisschen aufwendiger, aber ihr könnt ja alles komprimieren mit /Rezepte. Ja, also das geht alles mittlerweile, deswegen ist das schon einfacher, aber wie gesagt, ihr könnt euch keine Homes setzen, deswegen dauert es ein bisschen länger, aber es funktioniert alles, ihr habt trotzdem hier die Erze. Farm Nummer 5 finden wir auf City Build 7, müssen wir einmal rübergehen, und da gehen wir zu /phdonfarm. So, alles zusammengeschrieben. Donfarm, hier finden wir einmal zuerst die Spawner. Hier sind auch andere Spawner daneben. Hier sind zum Beispiel auch Lederspawner, habe ich auch mal in dem Video hier rechts umgezeigt. Falls ihr Leder braucht für Bücher, die dann verkaufen wollt, oder Schleimspawner, habe ich auch schon mal in dem Video hier rechts umgezeigt. Könnt ihr euch auch angucken. Also hier findet ihr auf jeden Fall alles. Was auch ziemlich geil ist, hier sind die ganzen Abzeichenkarten. Geil, okay. Also die findet ihr bei dem Bürgermeister, bei /warp-orbs. Könnt ihr einfach hingehen, falls ihr das nicht wisst. Auf jeden Fall habt ihr hier die Koppelspawner und ihr habt auch, ich weiß gerade nicht, warum hier keine Erze drin, also auf jeden Fall habt ihr die Erze bei /phdonfarm2, wenn ihr hier keine findet. Donfarm 2, einfach geradeaus, hier seht ihr schon, hier sind die Erze, hier sind Lapiserze, Golderze, Diamant, was haben wir? Da haben wir nichts gehabt. Gerade das Redstone, das Markt. Also hier habt ihr alles, was ihr braucht. Und wenn wir uns einmal umdrehen, haben wir die beste... Ich glaube, hier war gerade Mob Reset, deswegen... also Mob Remover, deswegen ist hier nichts. Aber hier haben wir meiner Meinung nach die beste Eisenfarm auf ganz Griefer Games. Habe ich euch näher in dem Video hier rechts oben gezeigt. Falls ihr ganz viel Eisen braucht, könnt ihr euch das angucken. Wie ihr am besten damit farmt und so weiter. Das findet ihr alles in dem Video. Wenn ihr weitere Cobblespawner auf Griefer Games kennt, die auch Erze drin haben in den Spawnern, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich suche auch selber welche. Und wenn ihr noch weitere Cobblespawner braucht, normale zum Beispiel, dann guckt einfach auf meinen Discord-Server vorbei. Findet ihr in der Videobeschreibung und auch hier eingeblendet. Da findet ihr eine riesige Cobblespawner-Liste mit hunderten Cobblespawner-Farmen und über 1000 Cobblespawner insgesamt. Guckt einfach vorbei, da sind mittlerweile fast 400 Leute drauf auf dem Server. Also da findet ihr alles, was ihr braucht, bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung für die Videos, die ich hochlade. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.